Eine von den Fragen, die es am meisten stellen in deinem Schalenschild ist, wie machst du so gute Erdbeermakronen? Ganz einfach, zeige ich euch heute. Und es braucht auch gar nicht viel dafür. Makronen, Herdöpfel, und zwar mehlig kochende Herdöpfel. Ganz, ganz wichtig. Rahm und einen guten Rasenalbkäse. Das ist schon alles. Wir setzen Wasser auf und wenn es richtig kocht, erst dann tun wir Salz dazu und unsere Makronen. Und jetzt kochen lassen, bis al dente sind. In der Zwischenzeit können wir unsere Herdöpfel schälen. Und zwar habe ich hier schöne, mehlig kochende Herdöpfel. Ich nehme auch immer festkochende. Warum keine festkochende? Ah, der mit den festkochenden. Der Franz Keller, der gerade so ein schönes Buch geschrieben hat, «Ab in die Küche», der schreibt dort ganz klar, hey, die festkochenden, Entschuldigung Anja, sind für die faulen Köche. Ich nehme immer mehlig kochende, weil die haben viel, viel besseres Aroma. Aber du musst dann schon die im richtigen Moment nehmen, dass sie nicht auseinandergehen. Ist gut, ja, dann mache ich das nächste Mal so. Dann schneiden wir unsere Herdöpfel in Würfel. Unsere Herdöpfel gehen ins kochende, ebenfalls Salzwasser. Unsere gekochten Herdöpfel und Teigwaren tun wir jetzt als Erdbeermakronen rauskochen, wie man so schön sagt. Und dazu tun wir ein bisschen Bouillon in die Pfanne. Und unsere Makronen, die tun wir jetzt nämlich zuerst in der Bouillon innen noch mal heiß rauskochen. Wir tun ebenfalls unsere Herdöpfel dazu. Und jetzt kochen wir das, bis Bouillon schön einreduziert ist. Wenn jetzt unsere Makronen in der Bouillon so kochen, dann leere ich Rahm dazu. Und würze das Ganze mit, grob gesagt, Paprika, Muskatnuss, Pfeffer oder unsere Hausmischung. Und jetzt machen wir das Gleiche machen wie bei der Bouillon. Wir reduzieren es schön einreduzieren. Stefan, weißt du eigentlich, wie man so bald Erdbeermakronen macht? Ja, Anja, ich möchte sie hinterst sein. Ich mache sie etwas anders, das stimmt. Ich mache sie so wie meine Großmutter und ich glaube, es gibt so viele Rezepte, wie es Schwiegermütter gibt in der Schweiz über Erdbeermakronen. Wichtig finde ich bei meiner Variante, dass ich jetzt mit dem Bouillon und mit diesen Gewürzen einfach die Makronen schön einkochen lasse, dann nimmt es den Gaumen so richtig an. Und wie du gemerkt hast, habe ich Käse gar noch nicht dazu getan. Und schau jetzt einmal, wie es schön heiß wird. Jetzt, wenn die Makronen so heiß sind, raffle ich meinen Bergkäse drin. Und nimm Bergkäse und nicht irgendeinen Emmentaler. Jetzt siehst du, wie der Käse sich schön verschmelzt hier auf der Oberfläche. Und jetzt kannst du ihn einfach schön unterrühren. Noch etwas ziehen lassen und voilà. Heiß am besten in einem Pastateller anrichten. Und wir tun trockene Zwiebeln drauf. Und das bei uns halt auch schön aussieht, ein paar rosenrote Kornblüten. Erdbeermakronen ist nicht nur das beste Gericht im Schalenschild, sondern es ist auch das erste Gericht, das auf anders gemacht verfilmt wird. Und anders gemacht ist jeder erste Donnerstag im Monat auf Facebook und auf YouTube ein Rigi-Talk, ein kulinarischer Talk über Essen mit Gästen.